Wir wollen uns ein einfaches Bild von einem Husky machen. Dazu haben wir ein Husky grob vorgezeichnet und daraus eine Schablone geschnitten, die dazu dienen soll, dass wir also mindestens die Proportionen mal haben. Und jetzt machen wir erstmal einen passenden Hintergrund, damit wir ein bisschen Kontrast haben. Wo man einfach so kalte Farben verwendet. Ein bisschen einen Schneesturm. Blau. Ja. 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 Ein bisschen weit. Sturm toben würde. Ja. Ein paar Strüche ziehen da. Sieht das dann schon ganz gut so. Ja. Schneeflocken. Die knicken wir dann einfach auf den Schlauch ab, bis die Pistole anfängt zu spucken. Das sieht man schon ganz schön, wie es wirklich ein Schneesturm sich entwickelt. Lauter Schneeflocken. So, man heran, wenn man da sieht. So. Nehmen wir erstmal den Umriss. Wer die ganze Schablone nicht ständig festhalten will, der nimmt einfach als Untergrund ein Stück Blech und kann dann die Schablonen einfach mit Magneten fixieren, sodass man da frei mit der Hand arbeiten kann. Ein paar Magnete rum und schon können wir da drauf umspritzen. Decken wir das erstmal ab mit Schwarz. Husky, der ist ja normal so schwarz-weiß, bräunlich. Was wir nachher einsetzen werden, ist eine sogenannte Haarschablone. Das sind einfach Besenhaare auf den Pappstreifen geklebt. Damit kann man wunderschön Fell darstellen. Da kann man jetzt schon mal so ein bisschen drüber spritzen hier. Da sieht man schon, wie so Fell entsteht. Eigentlich ganz einfach und easy. Müssen wir dann nachher noch das Weiß setzen. So. Jetzt haben wir das schon mal. Die Schablone einfach weg. Außenrum sollte die Kante ist ja jetzt noch relativ scharf da. Ziehen wir jetzt einfach mal mit der Haarschablone ein bisschen dran her, zwei an. Ja.
klar. Mal gucken, wie die Haare verlaufen. Wie auch natürlich wird. Man kann da ganz gut durchgucken durch die Schablone. Ja, das würde ich dann dunkler machen. Ja, das wirkt ja schon ganz gut hier. Nacharbeiten. So, let's see.